Als persönlicher Verwalter von Herrn Hansens Vermögen ist es meine Pflicht, sein Testament und letzten Willen an seine Angehörigen Mach weiterzugeben. inne, die Bar macht gleich auf. Der gute arme Walter. Oh, beruhige dich doch, Dörte. Oh Gott, das wird richtig langweilig. Er war wirklich der netteste Chef von allen. Ich beginne nun mit dem Vortrag, wenn nichts dagegen spricht. Also gut. Ich, Walter Hansen, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, Dass ich nicht lache. werde mein wertvolles Vermögen folgendermaßen aufteilen. Als erstes meine theatralische Schwester Dörte. Dörte, hör auf zu weinen, er spricht gerade über uns. Die zusammen mit ihrem Gatten Hans alles von mir genommen hat, was sie kriegen konnte. Und wie eine Diva jaulte, wenn ich mal von ihr Hilfe brauchte. Was? Überlasse ich hiermit einen Schuh auf den Kopf. Ein was? Au! Dörte, bist du in Ordnung? Und einen weiteren Schuh für ihren trottligen Gatten. Au! Empörend! Aber du bist immer noch meine Schwester. Und da ich von meinem Rolls-Royce so begeistert war und ich ihn nicht mehr länger brauche. Oh, Walter ist einfach zu gütig zu uns. Ja. Gibt's einen weiteren Schuh auf den Kopf. Was? Au! Und noch einen für den Trottel. Au! Als nächstes zu meinem betrunkenen Bruder. Also ich will keinen Schuh auf den Kopf. Dem lieben Siggi, der nie in seinem versoffenen Leben je gearbeitet hat. Ich gehe schon mal in Deckung. Überlasse ich hiermit meinen gesamten Weinkeller mit dem besten Whisky überhaupt. Wirklich? Und einen Schuh auf den Kopf. Au! Und noch einen für Dirt und den Trottel. Au! Als nächstes überlasse ich meinen nullmal klugen Neffen Ich Theodor habe eine böse Vorahnung. Einen Schuh auf den Kopf. Au! Ich wusste es! Und noch einen für Dirt und den Trottel. Au! Damit wären die Familienangelegenheiten geklärt. Und nun zu Frau Müller. Nein, danke, ich möchte nicht. Die sich mit großer Hingabe so viele, viele Jahre um mich gekümmert hat, mich zum Lachen gebracht, mir Tee gekocht hat. Oh, wie reizend. Ich vermache ihr mit den besten Wünschen einen Schuh auf den Kopf. Au! Und noch einen für Dörte und den Trottel. Au! Und meinem geliebten Kater Schnurri überlasse ich einen gewaltig großen Schuh auf den Kopf. Und meinem Anwalt, der mir bei diesem Testament geholfen hat, verpasse ich keinen Schuh auf den Kopf. Aber dafür habe ich ihnen einen tasmanischen Teufel in seine Hose gestellt. Und ich spende den Einwohnern von Bayern eine Summe von 10 Millionen Euro, damit sie endlich ein anständiges Hochdeutsch lernen können. War das jetzt alles? Das war's? Das ist echt mickrig. Jeder von euch bekommt noch eine Sache. Geht in Deckung, Leute. Jeder erhält eine lebenslange Lieferung an Eiscreme. Eiscreme? Eiscreme? Eiscreme, das ist alles? Das ist alles. Und welchen Geschmack hat das Eis? Schuh auf den Kopf. Au! 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 Au!